Die Bundesregierung hat uns Bauern ein richtiges faules Ei und einen Weihnachtsbaum gelegt. Man will die Agrardieselrückvergütung abschaffen und die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Zugmaschinen. Wir sind nicht das Bauernopfer der Bundesregierung. Wir lassen uns nicht dafür bestrafen, dass wir den schwächsten Minister mit Cem Özdemir innerhalb dieser Bundesregierung haben. Wir arbeiten hart, wir Bauern. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. 60 bis 80 Stunden, Wochen, keine Ausnahme. Wir lassen uns nicht dafür bestrafen, dass wir das Land in jeder Situation am Laufen halten. Das zerstört und stört den sozialen Frieden und den gesellschaftlichen Frieden in unserer Gesellschaft, wenn wir solche Einschnitte, solche ungerechtfertigten Einschnitte machen. Wir werden abhängig in der Versorgung mit Lebensmitteln, weil wir hier nicht mehr produzieren können. Die Lebensmittel werden teurer für alle Menschen in unserer Bevölkerung. Wir haben keine Selbstversorgung mehr. Wir gefährden und stören das Klima dadurch, dass wir Lebensmittel aus allen Teilen der Welt importieren und damit das Klima ruinieren. Genau den gegenteiligen Effekt wollen wir ja erreichen. Und deswegen ganz klare Botschaft an diese Bundesregierung. Nehmen Sie diese beiden Vorschläge zurück und stellen Sie zusätzlich Biokraftstoffe steuerfrei, damit Landwirtschaft noch mehr Klimaschutz machen kann. Oder machen Sie Platz für eine andere, für eine neue Regierung, die vernünftige Konzepte hat. Sollte das alles nicht passieren, sehen wir uns als Bauern in der Verantwortung, genau mit vielen anderen Gruppen in der Gesellschaft auf die Straße zu gehen und dafür zu kämpfen, dass unser Land zukunftsfähig wird. Und notfalls werden wir nach Weihnachten dieses Land, genau wie die Bahnbediensteten, auch stilllegen, um für Deutschland eine bessere Zukunft zu generieren.